Vier Geschwister aus Osttirol sind die österreichischen Wettstars heute Abend bei Wetten, dass. Sie können ihre eigenen Kühe am Geschmack der Milch erkennen. Vor ihrem großen Auftritt durften sie in Wien mit dem Fiaker fahren und ihre Wettpatin kennenlernen. Ich bin früher mit dem Papa im Stall gegangen und dann habe ich halt immer Milch getrunken und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass die Milch anders schmeckt bei jeder Kuh. Manche sind salziger, manche sind süßlicher und dann durch die Übung geht's. Kannst du das auch schon so gut? Ja, ich kann es ungefähr gleich. Ich kann es ein bisschen besser. Bist du schon aufgeregt? Ja. Christiane Hörbiger hält den Kleinen die Daumen und glaubt, dass sie die Wette schaffen werden. Sie haben mir eine Milchflasche mitgebracht, was ich ganz rührend gefunden habe, die sehr schwer ist. Und das jüngste Kind hat das in einem rosa Koffer mitgebracht als Geschenk für mich. Das ist ganz wunderbar. Und dann habe ich gesagt, na, von welcher Kuh ist das jetzt? Und dann habe ich gesagt, ach, wir haben alles zusammengeschüttet. In einem noblen Wiener Hotel wurde dann auch noch ein kleiner Werbeclip gedreht, bei dem den Kindern der Name der berühmten Schauspielerin nicht so leicht über die Lippen kam. Christiane Hörbiger. Christiane, jetzt möchte ich mehr Power. Warte mal. Hörbiger, nicht Hörbiger. Christiane Hörbiger. Nein, stopp, ja, Hörbinger. Hörbiger. 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 Ohne E. Es hat natürlich jetzt eine besondere Bedeutung, weil mein Lebensgefährte Tötschinger heißt. Und das auseinanderzuhalten, dass das dann Tötschinger-Hörbinger würde leichter von der Zunge gehen, das muss man auch immer korrigieren und sehr, sehr deutlich sagen, Hörbiger.